Und weiter mit der nächsten Schlacht in Magic the Gathering Duels of the Planeswalker. Ich bin noch in Ravnica und der nächste Gegner ist Jace. Eine blaue Schwuchtel, die ordentlich mit Zaubern um sich wirft. Und zum Glück auch der Endgegner von Ravnica ist. Wie sich unschwer an dem Video erkennen lässt. Hier nochmal sein Profil. Und da geht's dann auch schon weiter. Wir nehmen Ravnica ein. Meine Hand. Gefällt mir meine Hand? Ja, meine Hand gefällt mir, glaube ich. Die behalte ich mal. Und er darf auch noch anfangen. Oh, ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gegen ihn gespielt. Die habe ich noch nicht gesehen. Oha. Ich spiele da gleich am Anfang. Auf jeden Fall ist es halt eine fliegende Kreatur. Fliegende Kreaturen zacken mich mal sowas von an. Und dann bekommt sie auch noch plus 4 auf ihre Attribute, wenn jemand von uns beiden mehr als 10 Karten im Friedhof hat. Ja, aber klar, greif gleich an. Nur weil du denkst, dass ich ein einfaches Opfer bin hier, ne? Also, nee, das geht ja mal gar nicht klar. Was kommt als nächstes? Nein, das ist nicht schön. Das heißt, also immer wenn er jetzt eine Karte zieht, muss ich eine weglegen. Nein, das ist gar nicht schön. Auch wenn ich jetzt schöne viele Karten habe. Ja, genau. Wie haue ich denn hier raus? Ich habe schöne viele Länder auf der Hand, wo ich ihn hier auch ein wenig aufpushen kann, auch wenn er nichts gegen diese fliegende Kreatur machen kann. Die er jetzt aber bald auch wohl ein wenig stärker machen wird. Dadurch, dass ich jetzt immer eine ablegen muss, wenn er eine aufnimmt. Und was ist das jetzt? Okay. Muss zwei ablegen. Und er zieht dann auch noch. Ich ziehe eine Karte, er zieht eine Karte. Egal. Das fängt ja schon klasse an. Dann mache ich meine wenigstens mal ein bisschen günstiger hier. Mein Zaubersblüche. Ich könnte ja jetzt angreifen. Ich denke mal, das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Weil ich sein Fliegedingse da eh nicht blocken kann. Und ich ihm auch ein wenig Schaden zufügen will. Nein, da ist eine gute Karte auf dem Friedhof gelandet. Eine Karte, die mir durchaus hätte helfen können, um ihn zu besiegen. Ich muss seine Karte da loswerden. Ich hoffe, dass nicht meine Karte darunter sein wird in nächster Zeit, womit ich seine Karte, seine Zauberkarte kaputt machen kann. Bald sind die 10 Karten erreicht auf dem Friedhof. Das heißt, ein Fliegeteil wird dann auch noch stärker werden. Was war das hier nochmal? Gut, dann holen wir uns wenigstens mal ein paar Lebenspunkte zurück. Das Doofe ist, jetzt hat er natürlich auch ein Monster auf dem Boden, was noch dazu ein guter Verteidiger ist. Das heißt, ich kann ihn erstmal nicht angreifen, ohne ein Monster zu verlieren. Oh. Das ist aber nett von ihm. Dass er sie mir jetzt wieder auf die Hand gibt, kann ich mir nochmal 4 Lebenspunkte holen. Das bezieht sich wohl auf seinen Friedhof. Das werde ich mir nochmal anschauen.
solange ein Gegner 10 Karten oder mehr in seinem Friedhof hat. Aber ich müsste doch jetzt schon mehr als 10 Karten in meinem Friedhof haben. Naja, mich soll's nicht stören. Ich finde das ganz in Ordnung so. Dann hole ich mir jetzt nochmal, glaube ich. Festlandvertreter, der gefällt mir. Aber den werde ich jetzt noch nicht spielen. Ich hole mir erstmal nochmal 4 Lebenspunkte. Und dann kann ich sogar noch ein Monster spielen, oder nicht? Ja, ich kann sogar noch ein Monster spielen, dann werde ich auch noch ein Monster spielen. Genau. Ja, das liegt ja an der Karte. Ich bezahle ja weniger für Karten durch meine Karte, die ich da gekartet habe. Nein, ich werde immer noch nicht angreifen. Getappt, also werde ich wieder verlieren eine Bagatin. Er wird mich also versuchen auszubluten. Ich muss jetzt allmählich mal aggressiver vorgehen und nicht ordentlich Lebenspunkte. Klauen müssen. Dieser Spieler. Ich hoffe mal, das bezieht sich auf ihn, auf sich selber, auf ihn selber. So, nächstes Land. Nächste Kreatur. Er kann nicht neutralisiert werden und ist auch eine sehr starke Kreatur. Jetzt hat also sein Fliegeteil da ordentlich Bums gekriegt. So, dass ich jetzt auch nicht einfach mal angreifen kann, ohne dass er mich kaputt macht. Also werde ich jetzt nochmal warten müssen und mal schauen, was er so noch auf Lager hat, abgesehen davon mein Deck zu dezimieren. Was er auch bisher sehr erfolgreich tut, muss ich sagen. Da haut er die nächste Kreatur raus. Da war doch noch irgendwas. Das war das. Ich will da jetzt mir das angucken, verdammt nochmal. Muss da aber auch noch Karten ziehen. Das wird allmählich tricky. Und jetzt habe ich wenigstens ein Monster, was seinem Fliegeteil was entgegensetzen kann. Dann holen wir uns noch mal ein paar mehr Monster hier. Nämlich Wolfskarten. Und werden ihn dann jetzt auch angreifen. Der hat auch noch Trampelschaden, was ganz toll ist. Dann haben wir nämlich den raus und hauen dann noch ihn hier raus. Die kann er beide ganz schwer blocken. Beziehungsweise er wird da wohl noch ein paar mehr Monster für dingsen müssen. Den hau ich auch noch raus. Den kann ich nämlich opfern für den Fall, dass er ihn blocken will. Das war er hier nochmal. Ja, der hat ja sonst nichts Tolles mehr. Gut, das war's dann. Dann halte ich mich schon mal bereit, die X-Taste zu drücken. So. Und werde dann ihn hier opfern. Kriegt er da schon mal Bums. Und ihn hier wird er dann. Ihn werde ich als erstes weghauen. Der nervt mich nämlich am meisten. Und dann kommt er hier. Er ist nämlich dann tot. Mein Monster zwar auch. Aber das Fliegeteil ist weg. Na, da ist gerade die Karte flöten gegangen, damit ich hätte seine Zauberkarte zerstören kann. Oh, da sind dann auch noch ein paar Lebenspunkte flöten.
Ich muss ja auch noch zwei Karten bestimmen, die ich abwerfe. Ich habe genug. Habe ich genug Länder? Ich habe eigentlich genug. Nein, okay. Den da und. Nein, noch den da. Weil auch wenn ich genug Länder habe. Super, der ist toll. Der bekommt ja plus 1 auf seine Attribute für jedes Land, das ich kontrolliere. Jetzt hat er mir auch nicht mehr viel entgegenzusetzen. Weil der hat auch noch Trampelschaden, das ist einfach göttlich. Den könnte ich jetzt auch noch spielen. Ne, könnte ich nicht, aber macht nichts. Wir werden jetzt einfach mal ordentlich angreifen hier. Und die ganzen Wölfe mal opfern. Das sind nämlich immerhin 14 Lebenspunkte, die ich da abziehen könnte. Was war das denn jetzt nochmal? Gut, das hat der jetzt aber auch nicht viel gebracht. So, da sind 8 Punkte. Jetzt ist er auch tot. Ja, das ist doch mal ein richtiger Flow hier. Da haben wir Refnak dann auch befreit. Oder hat Klirr gemacht. Ich bekomme sein Deck und noch eine schicke grüne Karte. Und natürlich Werbung. Ja, danke. Ich habe Jace geschlagen. Ja, das weiß ich. Das ist dann auch das Ende. Bis zum nächsten Mal.